Bei Gernot Blümel gab es eine Hausdurchsuchung. Damit ist heute klar, der Finanzminister ist Beschuldigter wegen Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue wegen Parteispenden der Novomatic an die ÖVP. Hiermit ist klar, er muss heute sein Amt als Minister zurücklegen. Insbesondere, weil er als Finanzminister über die Eigentümervertretung, über die ÖBAG, zuständig ist, hier Aufsicht zu üben über Casinos und Lotterien. Demnach ist es auch von seinem Amt her völlig unvereinbar, abgesehen natürlich von der Optik, die fatal ist und keinen anderen Schluss zulässt. Ich erwarte mir dementsprechend, dass er sein Rücktrittsgesuch heute Kanzler Kurz überbringt. Wenn nicht, sehe ich auch hier Sebastian Kurz in der Pflicht, hier Konsequenzen einzumahnen und den Minister zum Rücktritt aufzufordern. Wenn er das nicht tut, wollen Sie irgendwelche parlamentarischen Schritte einleiten? Wenn Blümel nicht zurücktritt, gab er die Möglichkeit der Ministerantrag des Misstrauensantrags und so weiter, Sondersitzung. Planen Sie irgendwelche parlamentarischen Schritte? Wenn der Kanzler hier nicht dem Minister klar machen kann, dass nichts anderes möglich ist als ein Rücktritt, werden wir jeglichen parlamentarischen Schritt in Erwägung ziehen. Wir nehmen aber an, dass irgendwann einmal auch der Kanzler merkt, dass sich etwas nicht mehr ausgeht für ihn und seine Partie. Wenn man selbst sagt, es wird sich in wenigen Tagen aufklären, werden Sie da abwarten? Nein, ich nehme an, wenn eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier hinlänglich Substrat hat, um eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister für angemessen und notwendig zu erachten, dann ist hier genug Substrat am Tisch, um zu sagen, hier ist es unvereinbar, dass er Finanzminister bleibt. Abgesehen vom Strafrecht gibt es auch die politische Verantwortung und wir haben uns ja hier anschauen können, wie vergesslich der Finanzminister bei seiner Befragung war. Diese war am Anfang des Untersuchungsausschusses, wo er noch nicht wusste, wie viele Akten bekommt die Staatsanwaltschaft, wie viele Chats werden ausgewertet, wie wird sich eine Verdachtslage verdichten. Und ich nehme an, gerade deswegen ist er fast jeglicher Frage ausgewichen. Und dementsprechend glaube ich, es hat sich die Verdachtslage erhärtet. Es gab eine Hausdurchsuchung, die wird auf Substrat gebaut sein und dementsprechend unsere Forderung. Danke.